dann Bohnen, Seitan, und dann Boah. ja, sowas in der Art, ja. Joghurt manchmal. Boah, sag was. Der ist nicht schlecht. Seitin ist stark. Was hast du? Und Du hast da Chaya so auch ein, oft, ja. du hast da so einen Ring. Was heißt das? Was hat das eine Bedeutung? Nee, habe ich von meiner Schwester, hat den mitgenommen aus der Türkei. Wie heißt Okay. deine Schwester? Dilara. Ich habe zwei Schwestern. Dilara und Hatice. Boah, der Oder stark, der stark, der ich stark. will, Oder Türke, Türke, eins von beiden. Es ist eins oder drei, Jungs. okay. Danke dir, mein Bruder. Tu Wir geil machen was, erstmal ne? weiter. Tugay, ja. Ja, okay. Perfekt, perfekt. Ach, Mann, Bruder. Der ist. Das Österreich rettet ihn bei mir, Bruder, finde aber ich. er kannte, er hat vier Gala-Trikots, er kann den Trainer nicht von Gala. Der Was ist kann auf das? jeden Fall Türkisch sprechen. Und der Hat er Erste kann nicht auch Türkisch Trainer sprechen. gewusst? Nein, da wusste Trainer nicht. Ist eigentlich da? Nein, nein, niemals. Okay, jetzt ist 5, ne? Jan. Also Matze. Hört ihr mich, Jungs? Na Hallo klar, Matze. aber Matze, meine Maschine. Okay, mal Warte. machen, Matze. Ja, einen Moment. Muss noch schnell die Birkenstock ausziehen, ha? Na, oder? Nein, Bruder, ich muss mich vermummen. Wir sehen nichts, wir sehen nichts. Ja, wir sehen wirklich Ja, nichts. warte, warte, ich muss finanzieren. Nein, nein, niemals. Ich sehe nichts. Ja, Ich Mama. sehe. Also, Ich du sehe musst auch nicht. schon Licht anmachen oder so. Wir Ja, sehen gar nichts. dann warte, warte, warte. Nein, 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 Jungs, nein, das ist ein geiler Typ, aber Bruder, kein Türkischer hat so ein Setup. Ich sehe das in dem Guck mal, Spiegel. Seht Handtattoo. ihr? Er hat ein Handtattoo. Ich habe noch nie einen Ja, Türken mit Tattoo nein, gesehen. nein, 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 nein. Guckt euch das Setup mal an. So. Sag mal her, Matze. Hast du das gerade mit Elgato Kieler jetzt über Handy gemacht? Nein, mit Philips Hue, Bruder. Nein, Das. niemals! Okay. Sag mal. So, seht ihr mich jetzt? Ja. Okay. Okay, was hast du für einen Gegenstand gewinnt? Hier seht ihr das, Sonnenblumenkerne. Ja. Und Stark. hier links seht ihr die Shisha links? Ja, sehe ich. Die Sehr zwei schön. Sachen habe ich. Du bist eine Okay, Maschine. du bist ein Macher, Matze, wirklich super sympathisch. Als du letztens den Trinkjoghurt dir nochmal gekauft hast, ne, beim Türken nebenan, wie viel hast du Edi, der weiß bezahlt? nicht, was er meint. Das türkische Aktimel. Nochmal, ich habe es nicht verstanden, sorry. Naja, Na, das türkische Aktimel. den türkischen Trinkjoghurt, ne, als du den Aktimel. letztens gekauft hast, Ja. um das runterzuspülen alles, ne? Ja, Wie viel hast du Bruder. bezahlt dafür? 1,50 Euro. Okay, in welchen Geschmackssorten gibt es denn noch? Ich kenne nur normal. Ich habe noch nie einen anderen Ayran außer den getrunken. Ich sag, der Bruder ist Russe oder so. Oder ist jeder kennt, es gibt Kirsche, Mango, jeder kennt die, diese Ich von Dings. Digga, bei mir gibt es das nicht. Ich Ja, schwör's oder? dir. Ich komme aus so einem kleinen Bezirk, also nicht direkt Du in wohnst in der Frankfurt. Nähe von Frankfurt, da habt ihr das erfunden. Ja, aber ich wohne in einem Dorf, Digga. Und da, bei mir in der Nähe ist ein Döner, der nur das hat. Okay, Okay. hast du ein Auto? Ja, habe ich. BMW 3er? Nein. Was? Digga, ich bin zu arm. Ich bin Einzelhandel. VW Polo. Hm. Was gibt's bei uns im Topf? Also ich Von sag mir dir. gibt's ein Nein niemals, auch nicht in 1 Milliarde Jahren. Ich sag auch, ich sag erstmal danke, dass du da warst. Aber Und was haben, warte, eine Frage. Was haben deine Eltern zu deinem Handtattoo gesagt, als du das gemacht hast, so? also meine Eltern sind sehr gechillt, wenn es um sowas geht. So, ich habe es denen erklärt. Ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass ich jetzt gesagt Oder habe. wenn ich nur mehr seine Geschichten von seinem Vater höre. Ja, da darf ich zu Ende reden? Bruder, wenn Ja, ich lass ihn mit einem selbstverständlich. Tattoo ankommen würde. Also meine Eltern sind gechillt. Ich habe das mit denen geredet, habe denen Meine gesagt. türkischen Eltern sind gechillt! Ja, wenn du denkst, wenn deine Eltern so sind, was soll ich machen? Aber meine sind halt Ja, so. okay, erzähl mal. Ja, und dann habe ich das denen halt erklärt, was ich damit machen will, habe denen das Motiv alles gezeigt, ich habe mir den Segen von denen geholt. So, ich hätte es auch einfach machen können, so. Aber dann hätten die mich gefickt, aber ich habe halt gesagt, hier, ich will das und das und das machen. Meine Mutter hat gesagt, findet sie schön, mein Vater findet auch, findet sie schön. Meine Mutter und mein Vater sind nicht so, wenn es um sowas geht. Kann sein, Okay, kann ich. sein. Okay. Also, vollkommen alles okay. Ist valid, aber. Valid, alles in Ordnung. Ich würde sagen, haben wir noch einen, der was zeigen muss? Okay, dann besprechen wir uns ganz kurz. Oder wollt ihr noch was machen? Nö, danke fürs Mitmachen, Matze, ne?
Du lachst gerade unter der Maske. Ich sehe das leicht durch. Digga, ihr nennt mich Matze, Jungs. Mal, ja. Okay. Bruder, der Tag der Deutschen Einheit bei dem Mann, der ist da, also der wird da so zelebriert, das sage ich dir. Das ist crazy. Ich sag auch. Der das Mann ist da am Abfall. Weißt du warum? Ich sag dir, die einzigen Favoriten hier sind 1 und 3. Nein, niemals bekommt 5 und nein, niemals bekommt 2. Ganz klar. Das ist die Finale von 1 und 3. Es ist Tugan oder es ist Kerin. Genau, einer von den beiden ist Code. Genau, die zwei hätte ich auch gesagt, dass da bin ich mit dir. Also entweder ist Kerim oder es ist der andere Bruder. Und das sind die ich ins Finale gesagt hätte, dass die ins Finale kommen. Ja, 100%. Oder? 100%. Ja, es ist 1 oder 3. Wir müssen jetzt rauswählen, ne? Ja, 2 und 4 raus. Wir wählen 2 raus, dass wir ins Finale kommen, ins 1 gegen 1. Matze und Luca raus. Die werden miteinander reden, ne? Ja, genau, die werden sich so Fragen stellen, wo keine Ahnung, wie der andere den türkischen Reis macht oder so. Was weiß ich, ich kann dir die Fragen, Roat, was ist eine klassische Frage? Was meinst du? Ja, sag, was würdest du jetzt einen fragen, damit der dir beweist, dass er Türke ist? Boah, so Sachen, die in der Türkei, also, die man so gesehen hat, wenn man so oft in der Türkei war, okay. In Köln und so. Okay. Okay, dann die 2 Finalisten sind einmal 1 und 3. Hallo. Salam alaikum. Alaikum salam. Okay, dürfen wir an beide Fragen stellen oder ist es 1 gegen 1? Soll ich dir sagen, was mir bei Kerem jetzt schon stört? Ja, Bruder. Ja, mach diesen hier, Bruder. Kerem, Japma. Warte bis zum Ende, Willi. Japma. Okay. Wegle. Ihr zwei, einmal Kerem, du darfst anfragen. Eine klassische Frage, die du jetzt Tugay fragen würdest. Also, erste Frage leicht. Wenn du von Deutschland nach Türkei fährst, gibt es einen Namen, Bruder? Habe ich dich eben schon gefragt. Ich fahre erstens von Österreich. Also wenn egal, heißt selbe Weg. Roat weiß vielleicht. Aber ich glaube, Silayolo oder Sinayolo. Guck mal, warte, entscheid dich. Ja, ich bin mir nicht sicher, eins von beiden. Das musst du wissen als Türke. Nee, muss man nicht wissen. Muss man wissen. Okay, Tugay, jetzt gerne du. Sag mir die 2 Haupttanzarten, die man bei einer Hochzeit tanzt, einer türkischen Hochzeit. Oder Halay tanzt du auf jeden Fall. Da machst du noch Slow Dance, machst du ein bisschen. Du machst, je nachdem woher du kommst. Slow Dance? Ja, Bruder, diese mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deiner Frau, mit deiner Schwester, mit deiner Cousine. Ich muss immer mit Cousine tanzen, Bruder. Ja, so. Slow Dance ist verrückt, Mann. Was würdest du sagen, welche 2 es waren? Chiftetelli. Das darf man nicht vergessen. Ah, Bruder, muss. Nicht auf jeder Hochzeit. Auf jeden Fall auf jeder Hochzeit. Was sagst du? Das ist jetzt so eine Sache, wo ich sagen würde, Bruder, das ist jetzt nicht so geisteskrank, wenn du es nicht weißt. Nein. Nee, also, aber den Weg, den muss man wissen, oder? Ja Bruder, wissen, das ist schon. Bist du schon mal mit einem Auto in die Türkei gefahren? Ja, wir fahren von Österreich. Und das war letztens, als ich 12 war oder so. Okay. Ja. Yeah. Okay. Tugan, spielst du FIFA? Tugay. Nein. Also ich habe gespielt, aber eigentlich meistens nur Karriere. Okay, warte, ich habe Call of Duty Zocker. Ich habe eine Frage an den Ersten. Wenn du arme Leute siehst, was schieben die immer mit sich in der Türkei? Bruder, kennst du diese Rolli, Bruder? Kennst du diese? Ja. Wie sieht das aus? Bruder, ich weiß nicht, ob du mal bei diesem Obstmarkt und so warst. Jeder Zweite hat das da. Okay, aber ich meine jetzt in der Türkei, bei so ein bisschen Ärmeren, was schieben die so immer mit sich? Bruder, ich ehrlich weiß nicht, was du meinst. Okay. Darf ich eine Frage an ihn stellen, Bruder? Ja, stell dich rein. Bruder, in Türkei, Bruder, musst du wissen. Es ist Zeit fürs Gebet. Was passiert dann? Ezan wird gesprochen. Wie oft? 5-mal am Tag. Oder? Das weiß man okay, aber. Okay, das war Lash-Frage, Bruder. Frag dir, Wallah. Ich hab eine Frage. Nee, mach, Eli, rede. Präsident redet. Was ist deine lieblingstürkische Serie? Hä? Sehr schöne Frage. Okay, Tugay, hau raus. Ich schau keine türkischen Serien. Ah, Cap, jeder Türke guckt. Nee, ich auch nicht. Aber sag mal, was hast du?
Oder ich kann euch mehrere aufzählen. Yabani, Aşk 101, Kuzey, so diese. Çukur, Bruder Çukur kennt jeder Türke. So. War der Dritte derjenige, der gesagt hat, passt das mal, ist der in der Türkei? Nein, ich nicht. Nein. Ich habe gesagt, ich hol's von der Theke oder halt meine Eltern aus dem... Was, wenn ihr so türkische Musik hört, welchen Künstler würdet ihr mir jetzt empfehlen als Senji? Ich höre gar keine Musik. Guck mal, Bruder, du musst trotzdem einen kennen. Na, ich höre gar keine Musik. Willi auf Depri bei dir, Damar, Ivo geht immer, Ibrahim Tatlıses. Ibrahim Tatlıses ist aber Kurde. Na und, Bruder? Ich habe gesagt, Damar. Das weißt du, weil du Kurde bist, hä? Er hat nach Türkischen gefragt. Na und, Bruder? Aber du bist, dass der Türk, dass der Kurde ist. Gerne. Was singt er denn? Singt er auf Kurdisch oder singt er auf Türkisch? Also, no front jetzt. Okay. Alles Brüder. Und so. Der kommt aus Kars. Kars wohnt eh nur, glaube ich. Kurden eigentlich, ne? Eigentlich nur Kurden. Aber ich bin Türke, Bruder. What? Also, ich hab genug gehört. Ich hab genug gehört. So. What? Bruder, ich schwöre, es können beide sein. Einer von denen ist Kurde. Er wusste, wer der kurdische Sänger ist. Der Linke ist da so. Lass uns das gleich sprechen. Okay, Jungs. Vielen Dank, dass ihr nochmal da wart. Wir rufen euch zum Finale. Heide. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, bei dem linken Bruder, er ist mir, ich weiß nicht, ob er full Türke ist. Oder der hat Türkei-Dings, der stellt Fragen. Ja, der hat, stimmt schon. Der eine hat Gala-Trikots, das ist auch von ihm auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine Frage an Rurat. Es gibt ja viele Kurde und Türken, ja? Mhm. Identifizieren sich viele Türken auch so, dass sie kurdisch sind? Und umgekehrt? Nein? Also, kommt drauf an, Bruder. Es gibt halt. Also, haben viele Türken, Türkei, haben viele Kurden Türkei-Flaggen bei sich zu Hause? So richtige Kurden? Ja. Boah, selten. Eher nicht. Ich sage nein, würde ich jetzt denken, oder? Also, von Kurden, also Kurden, die aber in der Türkei so mäßig aufgewachsen sind, also ihre Fam dann auch in der Türkei so, dann würde ich schon sagen, vielleicht. Welche, ja? Kann aber sein. So diese full Kurden nicht, nee. Sind Kurden, viele Kurden, haben die so, sind die türkisch Fußball begeistert? So sagen die, okay, interessiert mich? Ja. Bruder, das ist eine typabhängige Frage. Das zum Beispiel, das kann man aber das kann sein, so, Bruder, kann doch sein. Also wir müssen ja die beiden miteinander abwägen. Vergleichen. Bei den Kurden gibt es keine Mannschaft. So, weißt du, wie ich meine? Die interessieren sich dann für die türkische. So, weißt du? Okay, dann sage ich, mein Call ist auf jeden Fall eins, er hat Türkei-Flagge, der andere kannte die Trainer nicht, aber es war auf jeden Fall sein Trikot, vielleicht ist er wirklich einfach Gala-Fan, aber meine Stimme bekommt eins, glaube ich. Eins könnte halt auch Kurde sein, ne? Halb Kurde, halb Türke, so wie ich. Ich bin auch nicht so, also ich würde auch nicht sagen, dass ich mich sehr krass mit allem auskenne, aus dem Türkischen, 100% nicht. Da gibt es welche, die kennen das viel, viel besser. Aber ich sag auch eins. Aber es könnte. Ich sag sogar, es ist ein 50-50, aber. Ich sage es, für mich ist es unglaublich schwer. Ich habe gerade so ein bisschen die Gedankengänge durchgespielt, wie Eli denkt. Aber ich glaube, der Bruder hat eine Türkei-Flagge zu Hause. Ja, sag ich auch. Das, aber der andere hat das Gala-Trikots. Ja, ich weiß. Aber er kannte viele Sachen nicht. Aber genau, er hat gesagt, er kannte den Gala-Trainer nicht. Hat er gesagt, Eli, sicher? Ja, er hat gesagt, er kannte Trainer nicht. Und er kannte so bei den Fragen gerade, wusste er auch nicht immer zu 100%. Der eine, er ist dieser richtige, Bruder, ich sag's dir, Kerin ist ein absoluter Türke. Er ist ein Türke. Kerin ist der Türke. Meine Stimme bekommt Kerin. Okay, ich gehe mit, Kerin. Molde. Hort. Okay. Maxana. Ich sag auch Kerem. 1. Okay. Dann fangen wir an bei dem ersten, den wir rausgeholt haben. Ja. Ian, a.k.a. Leon. Rein mit dir, mein Bester. Komm, Leon. Einmal die Cam an. Also wenn es geht, wieder angezogen und einmal bitte zeigen, wer du bist. Cam bitte und angezogen. Soll ich noch Vermummung? Ja, bitte, ja, wenn es geht. Okay. Und bring direkt deinen Einserschnitt Abitur bitte mit. Also, ja, oder, Leon? Aber ich bin...
Ich bin halb Türke, wirklich. Du kannst abdecken. Wirklich? Okay, mach ab. Salam alaikum. Ich sieht sogar so ein bisschen. Ja. Wie heißt du? Also Kian. Ach, du heißt wirklich Kian? Ja, ja. Und okay. Also, ja, ich bin halb Türke, halb Deutsch. Kian. Also, ich bin. Warte, ich höre alles doppelt. Warte. Jetzt. Alles gut, kein Problem. Jetzt. Okay, Kian. Erzähl mal ein bisschen was. Was war gelogen, was hat gestimmt? Eigentlich hat dann ja vieles gestimmt, oder? Vieles hat gestimmt, aber ich kann halt kein Türkisch. Also meine Mutter hat mir das nicht beigebracht. Einfach, weil du nicht damit aufgewachsen bist. Ja, also okay. Ja. Weil meine Mutter ist auch hier geboren in Berlin. Also okay. Nur meine Großeltern sind aus der Türkei. Okay, okay. Ja. Oh, der war das am Zittern. Mach mal so. Ich hab so eine Zitterkrankheit. Achso, okay. Ah, okay. Das ist crazy. Und Fußball bist du gar nicht into it? Doch, schon. Ja? Ich habe 10 Jahre Fußball gespielt. Okay, und du bist mit Fahrrad zum Kudamm gefahren? Nein, nur hier bei mir um die Ecke ein bisschen. So kurz gucken gegangen. Okay. Du studierst? Ich mache jetzt erstmal ein FSJ. Ich habe gerade mein Abitur. Freiwilliges Jahr. Oder? Freiwilliges soziales Jahr, genau. Ja, welche Schule gingst du? In Wimmersdorf aufs Marie Curie Gymnasium. Stark. Ja. Abschluss? Also Schnitt? Ja, nicht so gut. Ehrlich ja, nicht? Passt. Oder ich hätte ihn locker 2-0 hingekloppt. Ich komme auch nicht aus Zehlendorf. Woher kommst du? Also wenn du es sagen willst. Na, Schöneberg. Schöneberger, hä? Dann gehst du echt auf zu Rüyam. Wo ist Schöneberg nochmal? Erklärst du mir die Liste? Schöneberg ist so, ja, wie soll ich das erklären? Was, da, wo Rüyam ist. Wo Rüyam ist. Okay. Da. Ja, okay. Aber Rüyam 1 oder Rüyam 2? Eins, also Hauptstraße. Ja, okay. Hauptstraße. Hauptstraße 133, schnell. Yes. Ja, aber mega sympathisch. Hast du Fußball gespielt? Ja, 10 Jahre bei, kennst du Inter? Also international. Klar, internationale. Genau. Wer war dein Trainer? Mein Vater war Trainer auch. Oh. Und, Musa, ja. Okay, Mara. Aber dann halb Türke. Ich hätte gedacht, du bist Leon aus Zehlendorf. Vater, Arzt, Mutter, Anwalt, Vater fährt Porsche. So. Aber danke, dass du mitgemacht hast, ne? Kein Problem, ich danke euch. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Okay, überragend. Dann sehen wir uns. Ciao, ciao. No, ich wünsche euch was. Ciao. Danke, gleichfalls. Der Mann war nervös. Ja, ja. Wer war jetzt das heute? Nummer 5. Matze. Mit Handtattoo. Na, ja, ich sage früher Call Russe. Matze mit Handtattoo. Ich sag Russe. Er hat gesagt, er heißt Can. Dzień dobry. Er muss Kämmer machen. Ja, sofort. Ja, Gotti, ich mach. Okay, warte. Zeig es. Zeig's, Matze. Ihr seht mich? Ja. Soll ich? Ja, Rosa. Oh, cool. Was? Fullbart? Fullbart? Nee. Aber, okay, was bist du für ein Landsmann? Ich bin Deutsch-Pole, Bruder. Deutsch-Pole. Dzień dobry ist sogar richtig. Kannst du Polnisch? So leicht, aber nicht so ganz, Digga. Okay. Krass. Deutsch-Pole. Okay. Da war auch fast alles dann gelogen, oder? Ja, aber das ist so mit Job und alles drum, da war alles richtig halt aus, nur mit Nationalität. Ja, gut. Das haben wir aber gemerkt. Kennst du dich in Polen aus? So mehr oder weniger. Sag mir mal so ein traditionelles Essen in Polen. Bigos. Ja? Sag mal. Das mit dem Gilet? Sowas wie Sülze, so in den drum. Ja, genau. Ich weiß aber den Namen nicht. Ich weiß den Namen auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Pirogi. Und Pirogi, ja. Ja, okay. Bist du wirklich 23? Ja. Ich sehe aus wie 30, ja, ich weiß. Sieht aus. Ich weiß, sagt mir jeder. Aber du heißt nicht Can. Nein, ich heiße Marvin, Bruder. Marvin! Oh, Leute, mit Matze. Da war ich ganz gut dabei mit Matze. Mega, warst du so Matze, ja? Marvin, na gut. Überragend. Ey, ich schwör's dir, jetzt von Erscheinungsbild. Was hab's da? Guck mal, Marvin Pole. Marvin halb Pole, halb deutscher Rohrt. Wie der Scheißgold.
Das war aber auch ein Nein niemals. Ein ja, Nein niemals. Jungs, wirklich, ihr habt mich wirklich geknallt mit den Fragen, Digga. Ich schwör's dir, hättet ihr diese Nussknacker gefragt, das hätte ich gewusst. Hätte ich so mit türkischem Essen hätte ich gewusst, aber diese Kaugummi, ihr habt mich geknallt, ja. Der Kaugummi war gut, ne? Du hast, das war stark, Bruder. Ich kenne den Kaugummi, aber ich hab den Namen vergessen. Ja, ich weiß, eigentlich kennt den jeder und jeder Türke knallt dir den auch immer mit aus der Pistole raus. Puff. Ja, aber ja. Ich kenne den auf jeden Fall, aber leider gekackt. Okay. Grüße, Liebe geht raus, Marvin. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Haut danke, dass du mitgemacht hast. Marvin, ciao, ciao. Okay, jetzt ist spannend. Wer ist der Nächste, den wir rausgewählt haben? War... Nummer 2. Ja. Jetzt kommt Nummer 2? Ja. Okay. Was geht? Hey, was geht? So, bin ich? Oh. Okay. So, es geht. Ich bin Mohammed. Ich bin Araber. Oh, ja, yeah. Momo! Hey. Ja. Sehr gut, mein Freund. Erzähl mal, woher kommst du? Was bist du für ein Landsmann? Ich bin Syrer. Und ja, ich lebe mein Leben, ne? Du warst noch nicht türkisch essen? Ich war schon, aber... Warum hast du die nicht gesagt? Du hast dir die Namen nicht gemerkt. Ja, aber nicht in Nürnberg. Hast du in Nürnberg? Wieso habe ich mich doppelt überhaupt? Ja, ich glaube, er hat im Hintergrund. Ja, ich hab's ausgemacht. Also du kommst aus Erlangen, ne? Ja. Du hättest Plärrer Cechmel sagen müssen oder so, weißt du? Dann kenn hättest du ein bisschen... Nicht. Kennst du nicht? Musst du gehen, ist gut. Ich gehe wirklich nur in Nürnberg, wenn ich wegen KFC, weil es hier keins gibt. Ach, in Erlangen? Geh nächstes Mal, Lemberg, geh Cechme, hol dir einen schönen Adana. Diese lockere. Ah, aber ja. es war auch ein Nein niemals, ne? Bei Momo war doppelte Kreuz bei mir. Ja, aber. Doppeltes Nein. Momo, wir hatten dich früh. Ja, ich chill mit Türken, aber ich kenne mich halt da nicht aus, ne? Was machst du so? So hart. Ich gehe noch in die. Ich mache Abitur. Ja. Fachoberschule. Ja? Ja, und mach gerade mein Fachabi, ne? Okay. Hast du noch Ferien? Ja, gerade schon. Wie lange habt ihr noch? Bis zum 10. September. Was? Tschüss, ja. Ihr habt noch vier Wochen Ferien? Ist aber traurig, wenn man so dran denkt, weil die dann bald zu Ende sind. Oder bald zu Ende. Seit wann habt ihr denn Ferien? Habt ihr erst seit 2 Wochen Ferien oder was? Ja. Hä? Seit 2 Wochen. Bayern ist immer so. Ja, bei uns ist immer so. Hä? Hat er schon recht, ey? Gehört sich das, ey? Hey, ja, okay. Ich habe noch eine Frage. Hast du den Chai noch schnell gemacht oder hattet ihr den? Noch von gestern. Ja, okay, das war noch mal eine Frage, ja. Hat er auf einmal Chai? Ja, ey, Momo. Okay. Geht sich eh am Ende, ne? So. Ah, schönen Tag noch, ne? Viel Spaß. Oh, hey, Momo. Dir auch rein, Mohammed. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Und jetzt bin ich gespannt. Also muss eins sein. Okay, also wenn es eins nicht ist, Jungs, dann haben wir heute zweimal falsch. Ja, okay. Wir sind uns aber alle einig. Wir sind uns alle einig, ne, mit eins. Ja, Bruder, es muss eins sein. Guck mal, er will diese Flagge. Wir ziehen auf drei. Auf 1, 2, 3. Ja. Oh, okay. 100%. Warte. Bruder, Kurde, Türke. So. Rede. Okay, ich muss den Kerl. Ich bin beide türkisch. Okay, sofort reden. Wer ist was? Okay, ich bin der Türke. Einen! 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 Türke hier! Türke hier! Türke hier! Krass, aber. Aber es ist auch schwer. Also, was ist denn. Wie hätten wir das denn. Schwer. Also, die Flagge hat es gemacht, sage ich. Ihr könnt beide. Ist wirklich die Flagge einfach. Ihr beide könnt auch beide türkisch? Ja. Digga, geisteskrank. Die wollten uns schon wieder fallen sehen, ne? Ja. Verrückt. Die dachten, ja, das hat man gemerkt, Bosnier. Dass beide türkisch können. So. Die dachten, du bist Bosnier. Du das bist. Ist geisteskrank. Bruder, du bist Gala-Fan. Ja. Und du kennst nicht den Trainer? Ich hab dir gesagt, ich schaue nur. Ab und zu Champions League Spiele. Türkische Liga, ich sehe Scam, schaue ich gar nicht mehr seit Jahren. Und hast vier Trikots von denen.
Ja, oder die sind alle von, die sind alle Jahre von, weißt du, das ist Größe S. Das habe ich schon gesehen. Ne? Schon, ja, ich trage mittlerweile XL. Ja, ich habe gesehen, dass die auch klein waren. Aber ich dachte, Bruder, einer im Chat hat mich gefickt, er sagt, deine Augenbrauen. Bruder, bitte, ja, mach doch. Ja, nein, mach. Du bist dieser Lockere. Gehst du auf Shisha-Café? Gehst du nicht Shisha-Café? Nein, nicht mehr. Früher viel, mit 18, 19, aber jetzt nicht mehr. Warst du Autokorso bei Türkei, Janik? Natürlich, Bruder, direkt erste Hupen, dies, das. Natürlich, Bruder. Mit was für ein Auto? Habt ihr geleased oder war AMG vom Kumpel? Nein, Bruder, wir haben ein schönes Auto. Sagen wir so. Mach schon, locker unter Radar, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Du meintest auch, De Sosa ist der Du hattest mich schon mit De Sosa call. Alex De Sosa, jeder weiß. Alex De Sosa, bester Spieler. Ich wusste direkt, das Ding ist over. Fan? Fenerli? Ja, Tabi. Normal. Auch noch irgendein Fenerli verloren. Weißt du, ja, Bruder, so wie sich's gehört. So. So. Ja, sehr, sehr, sehr geil, dass ihr da wart, Jungs. Okay, die dürfen sich aber was aussuchen, ne? Ja. Was dürfen wir uns aussuchen, Bruder? So wie die anderen, Bruder, jetzt. Du kannst dir aussuchen, wenn du willst, Gutschein bei Otto, Gutschein Amazon, Icon, PSN-Karten, VitaVate, Trikot, kannst du dir aussuchen. Ich habe gehört, der Gotti gibt zwei, drei Tickets. Eigentlich. Zwei, drei? Walla, das ist Türke. Oder ja, das ist Türke. Man muss ein bisschen anregen. Walla. Oh mein Gott. Am Ende gibst du... Drei? Naja, nee, ich muss auch an meine Jungs denken, oder nicht? Ja, ich kann, natürlich, ich kann, aber mach diese zwei. Ich kann zwei, Bruder. Ich kann zwei, Bruder. Ja, Jan? Zwei und ein Trick von Willi, ne? Ja, oder? Zwei, drei, diese Leute. Mit diesen okay. Zwei Karten und Trick und Parfait. Can, gib ihnen zwei, organisiere zwei Tickets für den Mann. Jo. Jawohl. Organisiere zwei für den Mann. Und erste Reihe. Erste Reihe ist leider full, glaube ich. Erste Reihe ist, glaube ich, full. Oder er gibt hinter den Mülleimer oder so. Nein. Ich mach gut. Es gibt nur gute Karten. Okay. Es gibt nur gute Karten. und Tugay Abel? Ich würde Amazon-Gutschein nehmen, eigentlich. Amazon. Okay, Hort. Übernimmt aber, da Hort, oder? Mal Hort ja. Übernehmen. Ich müsste halt schauen wegen Österreich. Ah, okay. Deutschland, Österreich. Oh, Hort, mach das. Und du gehst auch zu Fährt? Ist Fährt so gut? Fährt ist für mich legit der beste Döner. Ja? Ja. Ich hab den noch nie gegessen, ne? Ich will da mal hin. Nicht. Ja, musst du halt frisch essen. Ich hab mal gesehen, du hast den mal kalt gegessen, als du in Wien warst. Aber da war der auch gut. Also, selbst kalt war der nicht schlecht. Ja, frisch ist der echt krank. Ist es Jabrak bei dem? Ja. Ich will den unbedingt mal testen, wenn ich in Wien bin, aber ja, Wien ist gar nicht so weit weg von mir eigentlich. Fällt mir gerade auf. Hat der sonntags offen? Der hat jeden Tag mittlerweile offen, glaube ich. Ja, okay. Ja, musst mal vorbeikommen, Willi Abi. Ja, wenn die Zeit und Parajok. Blöd. Nein, war er nein. Schaka, habe ich. So, aber ey, Jungs, vielen Dank, dass ihr mit... Darf ich noch jemanden grüßen, Jungs? Grüß, Bruder. Bruder, ich grüße ganz Hykolofen, ihr wisst Bescheid. Und ja, so auf den. Normal, ihr wisst alle. Meine Jungs aus Hykolofen. Ich würde auch gern kurz. Ja. Ich grüße meinen Bruder Jero. Jero. Ihr seid Besten. Grüße ihn raus, Jungs. Danke, dass wir mitmachen. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Kein Problem. Nein, passt auf euch auf. Ciao. Schönes Team euch noch. Ciao. Danke. Okay, ich sag ehrlich, wir hätten beide hinbekommen. Ja. Aber bei den einen wurde gekackt. Ja. Nur weil der das. Nur deswegen habe ich den genommen, ne? Geisteskrank. Wegen der Flagge, ne? Nein, wegen bei dem ersten mit Schwarz. Ach so, ja, ich weiß. Aber ey, Jungs, ich wollte nur ganz kurz Danke sagen für die Teilnahme. Danke, Eli, auch, dass du die Icon-Tickets da übernimmst und Roger die Amazon. Vielen Dank. Und ich hoffe, heute hat Organisation hat alles gepasst. War gut, super. So. Jan. War super. Wir müssen das öfter machen. Ich habe schon die nächsten Formate, die wir machen können. Was gibt's denn so, was man noch machen kann, Chat? Erkenne den Hochbegabten, wir können erkennen nicht den Schwarzen oder erkenne nicht den Türken. Da sind nur Türken drin? Nur Türken drin und einer ist nicht Türke. Boah. Zauberer. Zauberer ist auch gut. Zauberer, es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach machen. Erkenne den Stream-Sniper. Wir haben NLZ-Spieler, erkenne den Deutschen. Erkenne den Deutschen ist auch gut. Wir können da viele Sachen machen. Ich mache mir da immer ein paar Gedanken. Erkenne den Millionär. Oh, erkenne die Zwillinge.
Deutsch ist gut. Ja, gibt gute. Erkenne den Lehrer, aber Lehrer ist, Bruder. Erkenne den Dalaon. Ich bin verliebt in einen Dalaon. Ich bin verliebt. Ja, okay, Freunde. Ich bedanke mich. Ich hatte heute zweimal Arschpenetration Training. Rede. Und es geht's schön. Ich verabschiede mich. Das geht's schön. Das geht's schön. Danke, dass ihr mit am Start wart. Kein Problem. Liebe. Jungs, Salam alaikum. Alaikum Salam. Danke. Ich bin kurz Mute Rod. Aktivieren. So. Chat. Wait kurz. Ja, war eigentlich ein W, oder? Was sagt ihr? War eigentlich cool. Also Real Talk. Ich habe noch ein Video, was ich mir hier maybe angucken wollte. Chat, Lil Baby hat vor 5 Stunden ein Video hochgeladen von seiner Crip Chat. Wollen wir uns das angucken? Vor 5 Stunden. Lil Baby sein Haus. Mal gucken. What's up, AD? Welcome to In Atlanta! Let's go! Bachelor Pat. Vor sein auf diesem Twitch. Hey Eli, willst du kurz mitgucken? Was denn? Lil Baby hat vor 4 Stunden hochgeladen, diese Videos, wie er lebt. Wie er lebt? Also es gibt ja so Videos, wo Promis ihre Häuser zeigen. Und Lil Baby, vor 4 Stunden ist ein Video rausgekommen von seinen Dings. Von seinem Haus. Es gibt ja normalerweise von Kevin Hart, Devin Booker und so. Vielleicht hast du schon mal gesehen. Achso, ja, können wir gleich machen. So wie Stars leben. Was machst du noch kurz? Ich weiß nicht. Ich wollte ein bisschen chillen. Ja, okay, dann mache ich übertragen und das gucken. Ja, gib mir 5 Minuten. Ja, okay. Was ist das? Borat, bitte! Oh, bist du beleidigt? Das ist crazy. Ist das so eine AI-Stimme? Das ist crazy. Das ist ehrlich crazy. Einer zu viel, ja. All of my friends are dead. Ja, das ist der Mann mit dem 8 Milliarden Euro Zimmer. Okay, ey, Chat. Wir sind morgen in Hamburg, by the way. An jeden, der kommen will, ist auch angepinnt. Morgen Pop-up in Hamburg. Um 10 Uhr wird die Location gepostet. Alle meine Soldaten, die aus Hamburg kommen, ich will euch da sehen. Ich will, dass wir die Hütte da voll machen. Es gibt free Getränke, free Essen. Es gibt Giveaways, wo wir free Sachen gewinnen können. Es gibt Angebote, Rabatte. Streamer-Kollegen, Abu, Breitenberg werden dort sein. Alle, Kato, mit meinen ganzen Homies bin ich da. Ich werde vor Ort IRL streamen. Es wird richtig geil. Komm gerne vorbei. Ich glaube, es wird geil, Chat. Boah. Kann nicht alles zu weit weg, leider. Ja, wir sind also einmal morgen in Hamburg, übermorgen in Berlin und dann am Freitag. Freitag sind wir in Düsseldorf. Ja. Adresse wird morgen um 10 Uhr gepostet. Yes, sir. Okay, ich bin ready. Okay. Wie die leben? Ja. Ist vor 5 Stunden rausgekommen, das Video. Komm rein. Ja, dann wird er wahrscheinlich eine fette Villa haben. Zum her, Stream anschauen, habe ich Ton. Mama?
Ja, ich hab Ton. Okay. Wo wohnt der Mann? In Atlanta. Okay, Atlanta ist ein Ort, da siehst du keinen Weißen. Okay. Also es ist Real Talk so. Also meine zwei Jungs von Surya waren da. Und Real Talk, da sind wirklich, da ist kein Weißer. So ernst. Okay. Auch Walmart-Mitarbeiter, gibt's keinen Weißen. Okay, let's go. What's up, AD? Welcome to my bachelor pad. Boah, Bruder, warte, was passiert hier? Bruder, das ist ja auch einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, this is my home. I purchased this house a couple years ago. Das ist so geil. Weißt du, was das oben rechts ist? Eine Galerie. Das will Medina auch immer haben. Wovon du von oben runter ins Wohnzimmer gucken kannst. Ah, wie wir bei uns im Airbnb hatten in Los Angeles. Mit offener Küche. Aber ich finde das Sofa mockt. Das Sofa? Voll, guck mal, wo soll man sich da hinsetzen? Ja, Retalk, man hat so gar keinen Platz für seinen Arsch. Man hat gar keinen Platz? Was ist das? Okay. Ja, sonst ist es fresh eigentlich. Mach weiter. Years ago and it looked nothing like this. I got my designer, Anissa. To come in and bring it to life, gutted the whole house out completely. Everything in the house I kind of designed to my liking. Growing up, I always aspired to have like crazy houses. Of course, I'm from Atlanta, and this house in Atlanta. A lot of houses in Atlanta. Stop. 24 music. Bruder. This house in Atlanta. Sein Haus, sein Pool ist so. Bruder, guck dir seinen Pool an. Guck mal draußen. Ich würde dann nur draußen den ganzen Tag chillen. Der chillt auch wahrscheinlich nur draußen den ganzen Tag. Was ist das denn? Ja, das ist schon krass. Auch oben hier, diese Etage ist auch krass. Das ist böse, da unten muss ein Whirlpool, sehe ich von hier. Dann ist hier diese Grecke. Bruder, das sieht aus wie mein Sims-Haus, was ich gebaut habe. Ja, das, sowas ist Live-Go. Was kostet so ein Ding? Was sagst du? Boah, weiß ich, 15, 20? Ja? Oder? In Atlanta? Ich weiß nicht, wie teuer. Ich weiß, keine Ahnung. In Deutschland Berlin, würde so ein Ding. Wie viel würde es in Berlin kosten? Bruder, also so ein Ding in Berlin, da bist du bei locker 10, 15 mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Ich weiß nicht, wie groß das Grundstück ist und sowas. Also, Grundstück Berlin. Ja? Ich bin da gerade momentan dran an Grundstücken. Deswegen bin ich da so. Gute Gegenden. Grundstück Berlin. Bruder, da bist du bei 1000 Quadratmeter. Ganz, ganz locker. Bei locker flockigen 2 bis 2,5 Millionen. Aber da sind schon gute Gegenden. 1000 Quadratmeter Grundstück. 2000 Quadratmeter Grundstück zahlst du auch. Da bist du so bei 3, 4, 5 Millionen. Also, es kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst und so. Villenviertel nicht. Aber Berlin ist auch. Bisschen teuer. München ist noch schlimmer. Gibt auch günstigere Ecken, aber allein das Grundstück in Berlin zahlt so 4, 5 Millionen. So. Ja, ich sag in Atlanta ist nochmal viel billiger alles. Aber das ist schon, Bruder, ich schwöre, Eli, das ist mein Traum, ernst. Das ist geisteskrank, Bro. Das sind Goals. Ja, aber sowas kriegst du in anderen Ländern viel günstiger hin. Würdest du dir auch so ähnlich bauen? Du. Ja, Flachdach auf jeden Fall. Flachdach würde ich machen. Ich hab gesehen, der hat so ein Basti. Also, ich sage euch mal meine Wunschvorstellung von einem Haus, aber da. Das ist nur mein Wunsch, ja, wenn man es äußern darf. Basketballcourt, ein Fußballplatz, ja, aber keinen großen. Kein Großfußballplatz. Also so ein 15 mal 10, 15 ne, Quadratmeter. 15 Quadratmeter in die Länge, 15 Meter in die Länge, 10 in die Breite mäßig. Ich hab mal gefragt, wie teuer sowas ist. Die meinten, sowas kostet 70.000, 60.000. Ist günstiger als ein Pool, ohne Sinn. So ein Fußballplatz. Und überleg mal, wie viel Spaß du mit einem Fußballplatz haben kannst. So ein Kleinfeldding. Ich habe mal gefragt, kostet 50, 60, 70.000. Pool ist doch teurer, wenn du so einen richtig kranken Pool reinballerst. Pool, dann so eine Außensauna, oben erste, zweite Stock, so ein Whirlpool. Das wäre so mein Traumding. Boah, Digga. Ja. Das schon. Okay. Not like this yet. They are building a lot of. Oder dieser Court ist heavy. Das ist geisteskrank. Aber guck mal, ich würde nicht so einen großen. Guck mal, da einfach Spielplatz, sondern einfach nur, du siehst meine Maus nicht, ne? Nur einfach diese Dreier-Dings. Er hat zwei hier, sozusagen. Ne? Diese, einfach nur diese Seite. Ja, das. Ja, ich check. Ist auch nicht so geisteskrank teuer, so im Vergleich. Also Pool ist das teuerste einfach von den Außenanlagen. Boah, ich würde aber, zwei ist natürlich geisteskrank, da könnte man so mit 10 Mann richtig zocken, aber das reicht schon 100% so einer. Oder so ein Ding, gutes Wetter, stell da eine Box hin, Musikbox, fertig. Chillst du den ganzen Tag drauf. From where I'm from, this is like a complete zero to hurry. This is like my bachelor pad, so I have company, some of the friends, some of my guys, and I also have like little. Man versteht einfach nichts, wenn der redet, ne? Parties, like, you know, Mother's Day, Father's Day. Auch Chat, teure Pools sind, also Pools, wenn du die richtig machst, sind geisteskrank teuer. Echt? Also, ich hab mit ein paar YouTubern geredet, es gibt YouTuber, die haben sich einen Pool für 80.000, 90.000 gemacht. Ganz entspannt.
Und der ist nicht mal so groß. Also wenn du den richtig, richtig machst. Und dann noch Pflege, dies und das, auch Stress. Ja, ja. House for that. So, cool little living space. On the rock sofas. I got on the rock sofas at all my houses. I kind of like these sofas because they're super comfortable and they're kind of low. You can move the middle part up and down. You can lay on it. Nee, ich feier aber die Bruder, nicht. Die Couch ist absolut Arsch, Bruder. Dieselben Money Slipper wie ich. Die Bruder, Couch ist nicht. Absolut Arsch. Sowas musst du groß machen. Groß? So eine richtig große Wohnlandschaft. Warst du schon mal bei Sydney's neuen Zuhause? Ja. Der hat eine voll geile Couch. Die Couch von denen super. Aber so. da wird zu 100, das wird zu 100% dreckig. Ja, aber das ist cool. I sleep a lot, so this is why I catch a lot of Z's when I'm here. I wanted to keep the house open, so if like kann people bewegen, in the kitchen, people in the dining room, living room, showing pool, in the pool, wherever, everybody still feel together. Originally, this whole area was outside. The wall maybe stopped from right here. So stop. Weißt du, was hier so geil ist? Wir machen alles nochmal 10-mal edler, weil die meisten Wände sind weiß. Dann hast du in der Regel oder öfter mal braunen Boden sozusagen, ne? Und wenn du dann schwarze Fensterrahmen reinballerst, sieht das alles 10-mal cleaner und moderner aus. Und bloß diese Lichter hier, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, Ringlichter, keine Ahnung, frag mich. Aber das ist es. Schwarze Fensterrahmen, Chat. Trust. I want oder to open this up and expand it a little more. Put my nice pool table right here. Guck mal, Digga, der hat einen Spielplatz da draußen einfach. Nice little pieces of art. I love this room too, because all the doors open all the way up, so it gives me the whole little outside feel. Boah, dass man das so aufmachen kann, ist auch krass. Der braucht aber fette Sicherheit. Was sagst du so? Was macht er mit Sicherheit? Gated Community, 100%. Gated Community? Gibt's da was in Atlanta? Bruder, Atlanta ist, Digga, das ist, Hallo? Atlanta ist, das kannst du gar nicht mit hier vergleichen, das geht gar nicht. Wie Atlanta? Ist sicher oder was? Ist gar nicht sicher, Bruder. Da wirst du zu 100% gedroppt, wenn du nicht in der gated Community bist. Und so ein Haus hast. Okay. A lot of gambling goes on this table. Pool and a lot. Stimmt, der gambelt auch immer. What other things? Alright, now we're in the kitchen. I love the double island setup. Guck mal, wie geil die Küche. Ja, ja, so ein Doppelding, ne? Dunkle Küchen, Trust. The 9 or 10 of us, we all would just sit here. The kitchen almost the meeting area. Drinking, eating. I got leather countertops. I like the black vibe versus like the traditional granite or like marble. I wanted to go like black because we do use it a lot. I don't want to like stain it as much as possible. This is my bachelor pad, so I don't cook here. I have a chef to come here and cook for us. Yeah, so eigener Koch. Ja, oder? Du kochst, oder? Ist auch stark. Er hat gerade gesagt, er hat einen Typen, der kommt. Ja, das ist OP. Das ist eigener OP. Koch, komplett OP. But sometimes when I don't have a chef, my kids like want me to cook just something cool for us to do. Last thing I cooked for my kids was maybe like tacos last Tuesday, something like that. If I cook, it's gonna be like something cool, like something for them. They could kind of help me out a little bit. I have a few art pieces. Gated Community Chat ist ein Ort, da kommst du nicht einfach rein. Das gibt's auch in Madrid. Gibt's überall eigentlich und oft, also in großen Städten. Du kannst nicht einfach reinfahren in den Bereich, sondern da sind dann so Pförtnermäßig. Sicherheitsleute. Sicherheitsleute, das ist wie so eine Stadt in der Stadt. Da musst du kannst nicht einfach reinkommen, du musst dich vorher anmelden. Sagen wir, du wohnst da und du erwartest Besuch, dann kommt der Besuch nicht rein, außer er ist vorher angemeldet. Ja. Also es ist halt so für Sicherheit. Get into it. This is a piece from a black Atlanta artist, Horace Embo Tip. Kind of just give me the vibe of a little young black boy, but in his eyes is a dream for the stars. My favorite part of the kitchen would have to be like the Nana windows, it open all the way up. Then kind of gives you the whole. There you go. Das ist ein geile Fenster. Inside, outside feel. Guck mal, du kannst so kochen und das so rausgeben und so, weißt du? And you having like a pool party or people outside. They don't have to track water in the house and stuff. They can come here and get their food from the chef, something to drink, whatever may have it. These are my panel refrigerators to match all my cabinets and whatnot. Don't really have a lot of stuff. Was? Vor allem. Wie geordnet. Because we hardly ever here. Zum, ja, denkst du, der hat das gemacht? Der hat 17 Leute, die das für ihn machen. Ja, wo steht er wieder? Aber trotzdem. Water, a little Gatorade, just the minor stuff. I'm big on water. I drink a lot of water. Ein Vita-Welt. Oder der hat einen richtig geilen Geschmack, so von der Inneneinrichtung.
Ja, auch ja, so ja, mit den Farben. Beige, weiß, dann dazu das Grüne. Das hat natürlich seinen Arsch nicht gemacht, aber trotzdem krass. Hat seinen Arsch nicht gemacht, aber sieht geil aus. Ist auch mein Geschmack. In my Miami beige, crib, weiß. So I haven't been here. The last time I was here was for my son's kindergarten graduation. He had a party with 30, 40 kids and my family came over. I like to have parties here. This is the dining room, which is not for dining, because I love these chairs so much and I don't want people to get comfortable just getting this dirty. So for now, this is just a statement piece. I have an Italian imported marble table from the Vitality Collection. And my designer actually came up with that. She designed this table one-on-one for me, so you won't see this. Alter, wie teuer war das, wenn das one-on-one ist, Alter? Table nowhere else, and she called it the Vitality because it looked like it has veins like a human heart almost. And because they had to make the table, it took them an awful long time. I almost pulled the plug on the table and just got me a new table, but once it arrived, it was worth the wait. Definitely, I got the lights put in on the floor to like resemble a rug. And right here, we have the mirror panels from London, each one was hand placed. I love this little setup. Dein Arsch hat noch nie ein Buch gelesen. This is a so alles so clean, ne? Mama chair. I have a few of these. I had a smaller one for my kids too. This is one of the places I can sit down and talk on the phone. Nobody don't sit Kinder hat er denn? Me. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass er einen auf jeden Fall hat, aber ich weiß nicht. Ja. Nee, danke. Wenn er seine Kids, wenn er einen hat, Bastard. Den, zwei. Gut. Zwei hat er. Geil. Alter. This is my primary wing. The glass doors on the closet. My two sons, Loya and Jason. This is like a. Boah. Also, machen wir Ankleideraum, zeigen wir nochmal. The glass doors on the. Boah. Aber zeig das mal los. Closet. My two sons, Loya and Jason. This is like an overflow closet. It's to some. Boah, Bruder, was hat der da für Pieces? Ankleideraum auch. Hat er auch so geil gemacht, ne? So dunkel mit Beleuchtung. Ich schwöre, das ist sehr doll mein Geschmack tatsächlich. Allein diese Goyard-Koffer da oben. If I run out of space in one of the other cribs or something, I just bring my own clothes. I have a lot of significant pieces in here, I'm sure. This right here is actually an outfit that I wore on tour every night, my last tour. So eventually I'll frame this up and hang it. A couple jerseys from different little states that I go to perform and they give me jerseys. I like this closet setup though. I don't wear nothing in here. It looks great though. Sneaky closet. Sein Arsch hat jeden Schuh einfach. And a lot of these shoes are shoes that. Boah, Bruder. Allein das, wie teuer dieser Schuhabteilung ist, ne? Nach Farben einfach. I'm probably not gonna wear again. Well, I will wear these. Pair of Yeezys. Not the only, but one of the cool people. Pieces in here. I used to bring my clothes when I come here to the point where the shoes are almost like art color coordinated. Okay, customize stuff. Just some little eye candy for when you walk in the bedroom. This is an infinity couch, which is so soft, feels like a cloud. You can lay out on it, you know? Lil Baby äußert sich zu seinem Vermögen via Instagram. 2021 hatte der Mann ein Vermögen von 100 Millionen. 2021, das ist 3 Jahre her. Und das ist sogar immer untertrieben. So. Was hat denn der? Das ist einer der Top-Verdiener, oder? So in Ami-Dings da. Oh, Rap. Ja, 100%. Also ja, es gibt natürlich viel krassere, aber er ist auch schon sehr, sehr gut dabei. Oh, cool, little vibe. In this area, I really love the lighting here. I have to change the walls. A lot of stuff is like kind of art to me. Oh, das ist so eine Kette. Guck mal, wie clean das aussieht. Guck mal, wie clean das aussieht. Ich schwöre, perfekt, Digga. Ich schwöre, Chat. Die Designerin hat so einen geilen Job gemacht. Braun mit Schwarz und Weiß und diese geile Lampe. Ich glaube, da kommst du sehr krank zur Ruhe. Und er hat richtig geilen Boden. Und dann dazu hier auch noch diese Pflanze links. Sieht so clean aus. Earth is useful. And this is one of those places that when I walk in, it just looks super sexy to me. And this is where the magic happens at. I'm not here a lot, so. Where the magic happens at. Ah, gut. A lot of magic don't happen in here. Fireplace. Oder was für Bett, da passen 10 Leute drauf. Ja, ja. Oder klar, da müssen noch mehrere drauf. I like the wall fixture and I also love the ceiling. Kind of like a piece of jewelry imported from Italy. Nice little swing. Oder wenn Picasso seinen Arsch nicht diese Wohnung, sein Haus designt hat, weiß ich auch nicht, ne? Das ist wirklich krank. You know, ceiling joint. I actually sit here a lot though.
This is like a cool little chill spot to me. I like to move. I don't like to sit still. So even when I'm sitting down, I'm still moving. Magic can also happen right there too. Guys, kank. Einmal Bad. Ach, die Scheiße. This is my bathroom. Ich mach gleich Siri, wo ist die nächste Brücke? Which I think personally is one of the most stunning parts of the house. Everything's super clean, like nice. Ja. I think personally is one of the most. Diese Lichter ist auch OP. Dieses Rundlicht und dahinter LED-Beleuchtung, das ist nicht mal so teuer, Chat, können viele von euch auch machen. Das sieht so geil aus, finde ich. Das hat voll den geilen Vibe. Das habe ich auch bei mir im Bad. Das ist richtig gemütlich. Guck mal, sein Waschbecken. Siehst du das? Ja, das ist. Bruder, was ist das? Stunning. Auch diese schwarzen Dinger, diese schwarzen Wasserhähne und so, das ist so geil. Ja, das ist wirklich, also wirklich top, top. Parts of the house. Everything super clean, like a nice hanging sink. I got a slits in the marble for the water to go down. Keep a double sink, you know? It's out my way, I'm out your way type of thing. My tub. Also imported from Italy. Weighs a couple tons. We actually had to get it lifted through the window for it to be able to go in here. Amazing tub. I haven't took a bath in here yet. One day I will though. And this is my shower, where I spend most of the time, believe it or not. The shower is where I can get a peace of mind, get my thoughts together, think about how I'm gonna knock all this money off, you know? So I can easily spend an hour in the shower. Nice shower, big enough, very relaxing. I love the window vibe, little LED vibe. Everything's super cozy in here. And then last but not least, I got the fireplace in the bathroom. I'm usually super cold when I get out. When I first wake up in the morning, I'm usually super cold. So I can come right here and check my messages or whatnot. I love this bathroom. Well, I get a lot of inspiration from the bathroom and the houses. Being an artist and going to different places, I stayed in a lot of hotels. That's wirklich, that's crazy, man. Also, you talk, that's krass. Also, that's wirklich alles. Hotels, a lot of Airbnbs. Then when I come home, ich sag dir auch, viel mehr wäre mir auch zu viel. Das ist wirklich perfekt. Das ist wirklich perfekt. Was willst du da noch machen? Das ist halt. Das ist wirklich. Also viel mehr, der hat zwei Duschen, sollte da drei Duschen reinkloppen oder was? Nein, aber da, ich schwöre, guck mal jetzt mal, man sieht doch immer diese 200 Millionen Dinger und sowas. Da würde. Ja. Das ist doch so, ich finde, das ist perfekt. Weißt du, wie ich meine? Gibt's da noch mehr? Haben die, mit wem haben die noch so? Ich will von den anderen auch was sehen. I don't got that same feeling, so I wanted to. Wiz Khalifa, Bruder, der hat unten eine Abteilung. Boah. Have that same feeling when I go to the nicest places in the world and how they bathrooms and how they houses look. I wanted to, you know, piggy out that a little bit. Ja, das halt crazy. This is my theater room. I want to be different from my other theaters. These little cubbies, you can have your own little personal space. You actually can, two people can fit on here. So you got your little date, and I got y'all a little movie night. Y'all could be separate, or y'all could be together. They also each have a little table, you know, like the movie theater. Popcorn machines and all that type of stuff in here. Sometimes I bring my portable studio, where I could just like set it up right here, just wrap inside of here. I got these like movie script posters all around the room, but this one is the most significant to me. This is the documentary of my life called Untrapped. It's actually on Amazon Prime and you can go and see it. But that's the vibe of it when you come in, movie theater, now playing. And we got a couple more. Juice Boys in the hood, Scarface, you know. Ah, man, so Boys in the hood und so ist stark. Oh, got a little whip mark. Man zeigt gerne seine Außenanlage, oder? I'm always stocked full of candy everywhere. A little cooler, nice little vibe. Alter, was spielt man? That's crazy. This is my backyard. My kids love swimming. They spend most of their time in the pool. Maybe I'll go for a swim today when I get my kids. Nice jacuzzi, nice scent areas. I'm outside a lot. I do a lot of recreational things outside. And this is my basketball court. That's you spend a lot of time on a basketball court. Good exercise. Ich frag mich halt, Basketball Court. Wo ist das sozusagen? Weißt du, also guck mal, drumherum ist voll viel Wald und sowas. Wie ist da die Sicherheit? Also, ja, Bruder, er ist in Atlanta. Das ist, also, er muss da zu 100% geisteskranke Sicherheit haben. Also, wenn irgendwo, dann da. Also, 100%. Kunstrasen, naja, Kunstrasen ist, glaube ich, gechillter zu pflegen. Schon krass. A lot of time on the basketball court.
little exercise, little workouts. A lot of money's been made here and lost. People don't think I can play basketball, but I actually ain't that bad. And I'll be having a lot of den hab ich gesehen, der ist nicht reingegangen. Kids, my little nephew, them, they little basketball cousins and stuff. So I wanted like three little hoops where they, everybody could use the whole court or use different courts or whatnot. This playground actually come from one of my old houses. In the future, I think I'll build me a gazebo over here or something. And this is another part of the backyard. Of course, if you're gonna have a bachelor pad, you gotta have a grill. The chef comes and get on the grill. This is actually more of my outdoor kitchen, I like to call it. The stove outside, dining. I love this area. One of the only places that you're gonna get shade in the backyard for real. So I definitely like this area. Take you a nap, the mosquitoes don't kill you. And it's definitely like a center space for me. I could watch the kids while they're in the pool, chefs in there, people need me. I could kind of sit right here. This is like a midpoint for me outside. Fühl mich gerade so obdachlos. Oder sein Bart ist unglaublich, finde ich. Also sein Bart hat mich an. Der hatte viele Kanäle. Alright, AD, I appreciate y'all for coming to check out my. Sag mal, was ist das meistgeklickte Video? Oh, Digga. Aaron Powell Winterhöhner. Winter fühle ich nicht so. Mama Popular. Wiz Khalifa sogar. 54 Millionen. Seine Arsch. Mama, gib für. Interessant. I von Robert Downey Jr. Lol. 5 Minuten. Guck mal, der von Breaking Bad, lol. Mach mal Iron Man, also oben rechts. Türen schon hart abfangen. So dieses. Wenn ich jetzt aussuchen müsste. Oh, Alter, ist wirklich. Also, ja, ehrlich, Millionen, Bruder. Alter. Ehrlich. Mach mal Devin Booker da. Sag mal, Devin Booker. Devin Booker. Devin Booker. Wo ist Devin Booker? Devin Booker. What's up, AD? Welcome to the desert. Was ist denn das? Basketballer? Ja, this, ja. This is Haven. Come check out the house. Come on, Haven. Auch so Top 20 auf jeden Fall. This is the great room. I had a wonderful team help me on this. Clement's design team helped me bring this vision to life. The mountains coming in right from outside, so you. Digga, wie groß dein Grundstück? Junge, hast du mal Hintergrund gesehen? Design team helped me bring this vision to life. The mountains. Digga, that's crazy. Der Ex-Freund von Kendall Jenner. Ja. Ex-Freund von Kendall Jenner. Right from outside, so you get beautiful views and this coffee. Kendall Jenner ist einmal durch jeden NBA-Spieler durch. Er hätte mehr Mannschaften durch, als ich Spiele, die ich auf Twitch gestreamt habe, über 4 Jahre. Table. Took a lot to get in. It's a big, heavy piece of granite slab, so it was a process getting in here. Fireplaces get used more than you would think in Arizona. You know, the winters are cold, so. Yeah. And I'm from Michigan originally, so I grew up around a fire, so I keep the fire on.